Hallo und ganz herzlich willkommen. Guten Morgen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich begrüße dich. Der letzte Herbsttag ist angebrochen. Ja, man sieht's, man hört's, es regnet, es stürmt. Typisch für den Herbst halt. Trotzdem können wir nicht die Beine hochlegen, sondern wir müssen wieder Vollgas geben heute. Ja, so wie immer halt. Es geht weiter bei unserem Dorfbau und zwar werden wir heute ein paar spannende Sachen machen. Ja, wir werden heute den Schafstall bauen und den mit Lehm füllen. Das ist mein großes Ziel, die Lagerhäuser auf Stufe 3 aufwerten, die Werkstatt auf Stufe 3 aufwerten. Ja, es gibt wirklich viel zu tun. Ich habe mir mal überlegt, langsam könnten wir doch eine Fischerhütte mal auch mal aufbauen. Wobei wir Fisch gar nicht so brauchen, aber ja, was man hat, das hat man halt. Ich will mich zuerst mal umsehen hier im Dorf. Hier gibt es noch ein, zwei Leute, die Quests für mich haben. Schauen wir mal nach, wo die sich rumtreiben. Ja. Hier im Haus müsste einer sein. Nee, oder auch nicht. Doch, hier. Ado Wui, was bedrückt dich? Kann ich dir bei etwas helfen? Okay. Ihr seid, der möchte etwas trinken. Jo, es sollte kein Problem sein. Schauen wir schnell nach, was wir hier brauchen. Und zwar braucht er Haferbier, Hafer Ale, zwei Stück. Jo, das sollte kein Problem sein. Genieße den Sommer. Ach, wir sind noch in der Sommerzeit. Okay, ich dachte, es ist schon Herbst. Ja gut, danke für den Hinweis. Okay, gut. Was machen wir als erstes? Ich würde sagen, die zwei Materiallager, die werden wir jetzt erstmal auf Stufe 3 auf. Das haben wir nämlich freigeschaltet. Drum gehen wir schnell ins Menü hier rein. Auf blablabla, wo haben wir's? Lager und hier Stufe 3 Materiallager. Bauen wir einfach auf dieses Stufe 2 hier drauf. Und dann passt das. Schaut mal hier, Steinwände, sehr, sehr nice. Dann mache ich mich mal hier an die Arbeit und mache das Ding fertig. Und dann gehen wir zum zweiten hin und werten das auch noch auf. Die Arbeit ist getan, das erste ist fertig. Auf geht's zum zweiten. Schauen wir mal schnell nach, ob man hier noch irgendwie ein paar Bretter könnte man rausnehmen. Ja, das läuft jetzt ziemlich gut mit der Herstellung. Bin ich ganz zufrieden. Hier am zweiten Materiallager angekommen. Das werten wir jetzt auch schnell auf. Die letzte Wand noch und das war's. Hier haben wir noch ein Dachteil. Okay, gut, sehr gut. Die zwei Materiallager sind aufgewertet. Ich würde sagen, ich flitze mal schnell in die Hauptstadt und dort hole ich mir das Haferl. Denn heute ist der Let. Oh, hier gibt es noch eine Quest. Pass mal auf hier. Mal sehen, wo der Bewohner hier ist, der noch eine Quest hat. Hier der Pferdezüchter. Ja, Ottmar, was kann ich für dich tun? Okay, dem ist nachts nicht so wohl. Der möchte Standfackeln haben, aber wohin soll ich die bauen? Eine Standfackel bauen. Jo, das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Dazu schauen wir schnell hier. Standfackel, Laterne. Das ist ja nur hier so eine. Jo, das war's schon. Können wir gleich abgeben. Sehr schön. Okay. So, ich mache mich jetzt schnell auf den Weg in die Hauptstadt. Und dann, wenn wir wieder zurück sind, werden wir den Schafstall aufbauen. Und eventuell die Fischerhütte noch. Mal sehen. Und vielleicht noch etwas dekorieren. Dort oben unser Wohnviertel. Das muss noch ein bisschen schöner gemacht werden. Also wir sehen uns gleich wieder in der Hauptstadt. So, flitzen wie der Wind hier. Ich denke, das Haferl wird wohl der Gastwirt haben. Schauen wir mal zu dem. Ja, der pennt noch. Ah, hier kommt er gerade um die Ecke gelaufen.
Ich brauche zweimal Hafer Ale. Hast du das? Ja, das hat er. Ui, 240 Münzen. Only the Nicht Fiora. schlecht, nicht schlecht. Vielleicht noch ein Geschenk für How is meine life treating you? Bronislava. Denn im Herbst gehe ich jetzt aufs Ganze. Ich denke, so ein Fingerhut noch Best so long. passt. Dann schauen wir noch schnell bei den freien Siedlern vorbei. So, dann schauen wir mal, ob es hier vielleicht gleich eine Tierpflegerin gibt oder Pfleger. Butzislav. Nee, leider nicht. Hier haben wir eine gute Jägerin. Oh, leider nichts dabei. Letzte Chance. Oh, und Volltreffer. Du, die hat sogar sehr, sehr gute Stats. Die muss ich ja sofort mitnehmen. Ich befürchte nur, ich habe kein Haus mehr frei. Doch, eins haben wir noch. Sehr gut, sehr, sehr gut. Habe ich vielleicht noch einen Fischer hier? Haben wir vielleicht noch einen Fischer hier? Überleben bei. Nee, leider nicht. Sehr, sehr schade. Okay, gut. Dann geht's zurück in unser Dorf. Gehen wir das Hafer-Ale ab und bauen den Schafstall auf. Dann lass mal schauen. Oh, das ist wahrscheinlich ein Minenarbeiter, der das Bier möchte. Jupp, sieht so aus. Na gut, der kann es vertragen in der Mine. Ist sowieso immer starr wie die Luft. Der tut mit Bier ganz gut. So, ich habe dein Bier. Prost, mein Freund. Sehr gut. Wieder ein wenig vorangekommen. Wunderbar. Okay. Gut. Jetzt geht's aber zum Schafstall. Lasst uns ein schönes Plätzchen für den Schafstall finden. Jetzt geht die Sucherei wieder los. Also hier gefällt es mir auch gar nicht. Ah, hier müssen wir mal einen Zaun bauen. Finde ich gar nicht so cool hier. Ich denke, so ein langer Doppelzaun, ja. Das ist doch ganz passend für einen Pferdestall. Leider gibt es kein vernünftiges Gatter hier in diesem Zaun, aber ich lasse es trotzdem jetzt mal auf. Ich denke, das sieht dann doch gleich ein bisschen besser aus wie davor. Okay, sehr gut. Passt wunderbar. Hier hinten lassen wir einfach auf. Ich denke, das passt schon so. Sehr gut. Ja, jetzt müssen wir uns überlegen, wo wir den Schafstall hinbauen. Eine gute Frage, nicht? Vielleicht hier vorne. Aber hier noch ein Eckchen frei. Sollen wir den vielleicht hier hin platzieren? Ja, die Hühner laufen hier rum. Das sieht eigentlich schon cool aus. Aber nee, ich möchte mehr Platz haben. Das ist mir zu wenig Platz. Wie wäre es denn hier oben? Das wäre doch mal was anderes. Dann könnten wir nach unten ein bisschen die Weide machen, weil das ist so zu steil, um etwas zu bauen. Deshalb gehen wir mal schnell ins Mehl rein hier. Und ich denke, ja, wir können den so hinsetzen. So, das Teil ist aufgebaut. Stellen wir gleich mal die Wollproduktion hier ein. Milch brauchen wir nur, wenn wir Ziegen haben. Wir machen aber zu 100% hier Schafe rein. Dazu müssen wir noch ein paar Scheren herstellen. So, 100% Wolle eingestellt. Das passt. Jetzt möchte ich das Ding gleich verputzen hier. So, auch schon erledigt, wunderbar. Jetzt kommt noch ein Zaun hin.
Hier reicht so ein Stockzaun. Da machen wir jetzt einen schönen großen Bereich hier für unsere Schafe. Hier der Zaun ist aufgebaut, die Weide steht. Jetzt können wir gleich die Tierpflegerin hier einstellen. So, hier haben wir die junge Dame. Die stellen wir jetzt in den Schafstall gleich ein. Wo haben wir den Pferch hier? Sehr gut, jetzt müssen wir nur noch Schafe kaufen. Das ist kein Problem, die gibt es im Fischerdorf. Ich mache mich gleich mal auf den Weg dahin. Schaut mal hier, die Fetten, wie sind an. Ich glaube, die muss ich mir holen. Ein bisschen jagen, das macht sowieso immer Spaß. Sollte eigentlich schon passen, die Entfernung hier. Schießen wir das Ding schnell runter. Der kommt nicht bis zu mir her. Den nächsten holen. Oh, oh. Hier ist ein Wolf. Den schnappen wir uns auch schnell. Hier sind noch mehr Wölfe. Möchte ich jetzt nicht. Ich bin eher an den Wissend interessiert. Hier ist er. Bin etwas näher dran. Mal sehen, ob das passt. Ich denke schon. Oh, das war's schon. Drei sichere Kopfschüsse. Und wir haben das Wissend. Dann holen wir mal unsere Beute hier ab. Was ist das für ein Lager hier vorne? Räuber. Könnte sein. Tasten wir uns mal langsam ran hier. Ich glaube, die habe ich schon gekillt. Ja. Wo sind denn die anderen? Wie sind? Na, keine Ahnung. Gehen wir weiter. Und schaut mal, wer hier mir in den Rücken gefallen ist hier. Kopfschuss. Autsch. Was erlaubst du dir hier? Boah, der hat zwei Pfeile in der Brust und kämpft doch weiter hier. Okay, einen haben wir, glaub doch. Hier der Bogenschütze. Den kriege ich. Jo, das war's. Oh, wir haben die Eisenarmbrust. Ah, leider schon fast platt. Sehr, sehr schade. Nicht gerade die große Beute hier. Was ist das? Oh, hier schießt noch einer auf mich. Wo bist du? Erwischt. Tja, das war's. Ende der Dynastie. So ein Mist. Den habe ich nicht gesehen. Ja, und wieder mal sind wir gestorben. Das gibt's halt nun mal auch in dem Spiel. Das schneide ich jetzt nicht raus, denn auch das passiert. Das kann passieren. Ist dumm gelaufen. Macht jetzt nichts. Können wir eh nicht ändern. Auf geht's, den hole ich mir aber noch, das verspreche ich euch. Der kommt mir nicht so ungeschoren davon. So, erstmal wieder Gesundheit auffüllen. Ich hoffe, wir haben noch Reitwegerich. Ja. Noch eine Kohlsuppe rein, Bogen angelegt. Und dann schauen wir mal, wo der Gauner hier ist. Ah, die haben hier eine Straßensperre aufgebaut, schaut mal. Die Wegen hier, ja, ganz klar. Da ist er. Seht ihr ihn? So, Junge, ich habe den besseren Bogen wie du.
Und das war's schon. Thema erledigt. Warum nicht gleich so? In dem schönen Fischerdörfchen angekommen. Oh, es wird schon wieder Abend. Kann es sein, dass der Tag schon bald zu Ende ist? Die Straßenlaternen gehen schon an. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen hier und ein paar Schafe kaufen. Wo haben wir sie denn? Hier. Kaufen wir mal das alles leer, denn wir brauchen gleich, ja, eine ganze Herde, würde ich sagen. Na, passt doch einiges rein. Wir nehmen einfach alle Tiere hier mit. Denn Wolle ist ganz, ganz wichtig. Wolle brauchen wir zum Dekorieren, Wolle brauchen wir für Laternen. Also da kann man wirklich nicht genug davon haben. Deshalb machen wir den Stall gleich mal voll hier. So, ich denke, das war's. Ein Platz hätte ich noch frei, aber leider haben wir alles. Nein, hier ist noch ein Lamm. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Okay, der Schafstall ist voll. Es geht wieder zurück zu unserem Dorf. Dann werden wir die Nacht verbringen und dann gehen wir aufs Ganze. Dann werde ich Bronislava das letzte Geschenk hoffentlich geben und dann fragen, ob sie meine Frau hat. Ich hoffe, das reicht. So, der erste Herbsttag ist angebrochen. Das Wetter ist immer noch gleich bescheiden. Nur die Bäume sind nicht mehr grün. Das ist der Unterschied. Ansonsten hat sich nicht viel geändert hier im Herbst. So, jetzt geht's aber gleich mal ran hier. Wo ist meine Bronislava? Bist du schon an der Arbeit dran? Nein, noch nicht. Das heißt, du bist wohl schon auf dem Weg. Na, ich glaube, hier hinten steht sie. Hallo, meine Liebe. Oh, ein tolles Kleid hast du heute an. Kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. So, wir sind jetzt bei, oh, 83% erst. Das reicht schon wieder nicht. Das reicht wieder nicht. Ein bisschen flirten vielleicht. Wie geht's dir, meine Schöne? So, nochmal plus 11 Nutz Zuneigung bekommen. Ah, jetzt fällt wirklich nur noch 4%, 6% fehlen noch. Komm schon. Ich habe das höchstmögliche erreicht an Zuneigung. Und jetzt gehen wir aufs Ganze. Leute, ich frage sie jetzt, ob sie meine Frau wird. Ich denke, jetzt wird geheiratet. Lass die Feierlichkeiten beginnen. Oh, sie hat ja gesagt. Wunderbar. Na, endlich. Sie hat ja gesagt, ein berauschendes Fest. War das, oder meine Schöne? Komm mit in unser Haus. Du darfst bei mir jetzt natürlich einziehen, ist ja klar. Ja, Leute, wir haben es endlich geschafft. Ich habe eine Ehefrau. Wer hätte das gedacht, dass wir das doch erleben in diesem Spiel? Das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Gut, aber jetzt ist es soweit. Sie gehört zu mir. Und wunderbar, ich freue mich. Ja, jetzt können wir natürlich gleich den Erben hier in Angriff nehmen. Mal sehen, ob es da noch ein paar Quests gibt, wie lange das Ganze dauert. So, ein wenig weiter dekorieren. Ja, das wollen wir auf alle Fälle machen, würde ich sagen. Ich denke, wir werden jetzt mal hier hochgehen in das andere. Oh, sorry, tut mir wirklich leid. Gehen wir mal in das Viertel hier hoch mit den Durchgängen. Das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. So können die jetzt hin und her laufen. Tja, Leute, und hier müssen wir jetzt ein bisschen weitermachen. Hier gefällt es mir noch überhaupt nicht. Wir gehen jetzt einfach von Haus zu Haus. Ich habe hier in der letzten Folge hier schon angefangen. Ne, hier noch nicht. Oder hier vielleicht kann es sein, einzurichten. Ja, hier ist schon eingerichtet. Da ist sogar eine Mutter mit Kind. Also das passt wunderbar. Okay, dann machen wir weiter. Die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Häuser jetzt mal schnell durchmachen, alles vollständig einrichten. Ich mache mich da jetzt mal ran. Es dauert natürlich alles eine kleine Weile und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich hier fertig bin.
Ich mache jetzt überall die Teppiche rein hier. So. Und dann die Wände dekorieren, die Decken. Und dann geht's weiter. So sieht dann ein fertig dekoriertes Haus aus. Komplett. Das Maximum, was geht, halt hier fehlen noch. Moment, hier können wir noch Regale hinmachen. Und dann ist aber wirklich das Maximum erreicht. Ja. Hier noch ein Regal hin. Also mehr geht nicht, mehr passt hier nicht rein. Sieht auch schon ganz ordentlich aus. Weiter geht's zum nächsten Haus. Und ich habe gerade jetzt mal noch ein paar Rezepte freigeschaltet. Die letzten, wo es noch gab. Wir haben ziemlich alles jetzt und habe gesehen, dass für die Schmiede nur noch, glaube ich, 30 Punkte fehlen. Dann können wir Eisen verarbeiten, Leute. Das ist ja wirklich krass. Also Eisen, boah, das wäre wirklich Wahnsinn, wenn wir das können. Da freue ich mich schon drauf und das wird wieder ein großer Schritt im Spiel sein. So, wir machen hier noch Fensterläden hin, wir machen hier noch Blumenkästen hin und dann würde ich sagen, werden wir noch ein paar Blumen einkaufen in der Hauptstadt. Gleichzeitig noch ein bisschen Wolle, ja, ein bisschen Wolle. Und Leinen, was es alles so gibt, damit wir hier noch mehr Vorhänge machen können und die Häuser ganz fertig dekorieren können. Jetzt schaut mal unser Schafstall, das sieht wirklich cool aus und der Hang ist optimal ausgenutzt, so würde ich doch sagen. Ja, die haben wirklich viel Platz, einen schönen Auslauf und ja, man kann hier sowieso nichts bauen an dem Hang. Von dem her ist das, glaube ich, ganz gut gewählt. Jetzt gehen wir noch mal schnell in die Hauptstadt und ein bisschen auf Shoppingtour. Okay, haben wir noch einen fleißigen Handwerker hier? Wir brauchen noch einen zweiten Schmied. Hallo, du darfst mitkommen. Und zwar teile ich dich auch gleich ein hier. Nimir, du darfst in dein Haus hier rein. Hier bekommst du dieses Haus. Jetzt haben wir noch ein leeres Haus. Und du darfst in die Schmiede. Dann seid ihr jetzt zu zweit und dann geht das ein bisschen besser voran mit dem Herstellen. Oh, ich habe hier schon zwei Schmiede drin. Okay, dann halt in die Werkstatt rein. Na, da ist auch eine ausgefallen, schwanger. Haben wir sonst noch? Was haben wir sonst noch? Sonst passt das. Also, gehen wir noch ein bisschen shoppen. So, schauen wir mal etwas nach, ob es hier noch Flachshalm, ja. Hat der irgendwie Stoff für uns? Leinengewebe, Leinengarn. Das können wir eigentlich alles mitnehmen, das passt. Sehr schön. So, wie sieht's aus mit Wolle? Wolle hätte er auch noch ein wenig. Ja, das sieht ganz gut aus. Kannst du alles hergeben? Ui, 3.500. Jetzt schauen wir mal schnell, ob ich dem ein paar Äxte unterjubeln kann. Habe ich da noch was? 30 Äxte. Wie viel nimmst du? 29. Okay. Gut, kein Verlust gemacht. Da zahlt sich eben das aus, wenn man fleißig ist und die Minen immer schön leer räumt. Oh, jetzt haben wir aber nichts mehr zu verkaufen. Bronzepfeile, nee, leider nicht. Doch, Spitzhacke könnten wir noch ein paar andrehen. Machen wir gerade die Händler hier doch. Ja, verdienen uns einfach ein paar Münzen noch dazu. So, wunderbar. Wir haben unser Zeugs losbekommen. Die Händler haben kein Geld mehr. So soll es sein. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen zurück zu unserem Dorf und dekorieren noch etwas weiter, wenn mein Pferd hier kommt. Hallo. Let's go. So, zurück im Dorf. Geht's gleich weiter mit Dekorieren. Hier sind wir fertig. Hier können wir noch ein bisschen was machen. Blumenkasten hin, mach mal die Fenster auf hier. Blumenkasten hin. Ah, ich habe vergessen, Blumen zu kaufen. Gut, kann man jetzt nichts machen. Nicht so schlimm.
Neues Gebäude freigeschaltet. Den Kuhstall können wir jetzt auch bauen. Ah, das machen wir aber erst später. Der kommt noch nicht dran. Ich verputze und dekoriere hier jetzt noch die letzten restlichen Häuser hier. Ja, und die Außenanlage, da müssen wir uns dann was überlegen. Keine Ahnung, der Putz ist schon mal alle. Ich dekoriere noch etwas fertig hier und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze außen gestalten. Was für eine Arbeit, die ganzen Häuser zu dekorieren. Ich weiß schon, warum ich das in der ersten Staffel ein bisschen vergessen habe, weil es ja doch jede Menge Arbeit ist. Aber gut, wir haben jetzt, denke ich mal, die oberen Häuser. Ich weiß nicht, was, wie wir hier sind, wie wir hier stehen. Ich glaube, hier müssen wir drin auch noch etwas machen. Bei diesen Häusern hier haben wir noch nicht, haben wir noch nicht viel dekoriert. Ja, da kommt natürlich auch noch einiges jetzt hin. Zumindest was halt geht. Ich kann keine Vorhänge mehr machen. Ja, ich kann keine Vorhänge mehr machen, weil wir keine Leinengarne mehr haben. Bisschen schade, aber gut, das können wir später immer noch ergänzen, wenn ich daran denke. Das ist immer die Sache. Aber gut, ich denke, soweit haben wir jetzt wirklich vieles dekoriert. Es sieht gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Ja. Und ich denke, wir können so zufrieden sein und unsere Bewohner werden es auch sein. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Okay, das war das letzte Haus. Mehr geht nicht. Ich denke, das passt. Das sieht doch ganz ordentlich aus. Hier haben wir noch keine Blumenkästen. Jo, aber sonst, denke ich, sind wir so ziemlich fertig jetzt. Die ganzen Häuser sind fertig dekoriert. Sehr, sehr schön. Es ist schon wieder Abend geworden. Und ja. Würde ich sagen, das war's auch für heute, für diese Folge. Heute sind wir wirklich weit vorangekommen. Ja, wir haben eine Ehefrau. Das ist wirklich das Größte heute. Und wir haben die ganzen Häuser dekoriert bekommen, können jetzt also ganz entspannt weitermachen, können ganz entspannt in die nächste Runde gehen. Das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, würde mich sehr, sehr freuen. Schaut auf meinem Kanal vorbei, dort gibt's jede Menge andere spannende, coole Projekte auf meinem Kanal. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne ein Abo dalassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Der Zug ist raus. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.